Hallo aus dem. Wie heißt's? Ah ja. Aus dem Royal Ankor International Hospital. Hallo aus meinem Private Room. Mit eigenem Balkon. Und Couch für Christian, dass er auch da schlafen kann. Weil ich muss auch da schlafen. Weil ich habe Dengue-Fieber. Das ist ein bisschen geschissen. Aber ja, morgen früh reden wir wieder mit dem Arzt und dann schauen wir, wie es weitergeht. Gute Nacht. Das ist derzeit ein ziemlicher Weg geworden. So, noch Worte, bevor du dieses Luxus-Spa-Ding da jetzt verlässt. Thank God, that's over. Weil that ist nämlich dieses Zimmer mit Balkon, ne? Einzelzimmer. Gott sei Dank. Mit Private Bathroom da hinter der Schiebetür. Ja, sicher. Also weil ich es mir wert bin, ne? War schon schlimm. Hallo? Ich drehe jetzt lieber mal die Kamera. Das glaube ich auch. You cannot leave. You can call the telephone in the name, just press number zero. Okay. The registration, they can answer you all question. Okay. I'm going home. Zufrieden. Grüß euch. Willkommen aus Siem Reap. Ja. Wo wir jetzt schon 2 Wochen lang sind. Weil hier ist es nämlich so toll. Also da braucht man mindestens 2 Wochen, um alles zu sehen. Nicht. Wobei ich davon 9 Tage im Krankenhaus war. Einer, das war lustig. Einer von uns musste unbedingt Dengue-Fieber ausprobieren, wie das so ist. Ne? Super ist das. Also, wobei eigentlich hat es angefangen schon eine Woche vorher wahrscheinlich. Ne? Circa. Mit einem. Also die Zeit zwischen Stich des Moskitos und Ausbruch der Krankheit ist 2 bis 7 Tage. Deswegen kein Mensch weiß, wo ich den Scheiß her habe. Jo. Angefangen hat es dann am 11. Jänner. Ja, am 10. sind wir angekommen, am 11. hat es angefangen, auf diesem Tisch hier, weil mir war kalt, was ein bisschen merkwürdig war, weil es hatte 30 Grad und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und habe mich ein bisschen müde gefühlt. Habe mir gedacht, na, ich lege mich ein bisschen nieder, dann wird es sicher besser. Ja, nein.
So 2-3 Stunden später habe ich geglüht wie ein Stück Kohle, hatte gleichzeitig Schüttelfrost und mir alles wehgetan. Dann ist mein lieber Schätzchen, wo es mir steht, hat einen Fieberthermometer gekauft. Dann habe ich festgestellt, ich habe 38,5 Fieber. Eine Stunde später war es dann 39,5 und dann sind wir ein bisschen unentspannt geworden und sind ins Krankenhaus gefahren. Ja, dort waren es dann 39,9. Ja, also das Krankenhaus war Grundprinzip eine wirklich tolle Geschichte. Also wir sind dort angekommen und ich war noch nicht mal aus dem Auto draußen, stand schon ein Rollstuhl bereit und ich bin reingeführt worden, bin sofort reingekommen, bin sofort behandelt worden. Also echt top. Wow. Ja, und so eine Stunde später hatten wir dann die Gewissheit, Dengue Fieber. Yay. Kann über einen Bluttest eruiert werden, wird recht flott. Hm. Ja. Da war dann klar, wird die nächsten Nächte verbracht werden. Ja, ich habe dann ein Einzelzimmer bekommen. Nur also die Welt zugrunde. Richtig fancy. Mit eigenem Bad und so und fettem Kühlschrank. Und so. Das Zimmer an sich war wirklich super, sogar mit Balkon. Das Zimmer war größer und toller als unseres im Hostel auch. Ja. Aber ja, die nächsten Tage waren dann nicht so lustig. Also Tag 1 im Krankenhaus war dann eigentlich halbwegs okay. Also hat er bei der Einlieferung eine Infusion bekommen mit Paracetamol. Ja. Das hat dann ein bisschen gewirkt, dann ging es mir ein bisschen besser. Ich hatte sogar am nächsten Tag am Abend so ein bisschen den Hoffnungsschimmer, dass es das schon war, weil am Abend war dann mein Fieber sogar weg. Ja, das hat sich wohl ein bisschen zurückgezogen, um dann mit voller Härte nochmal zuzuschlagen. Weil Tag 2 und 3 waren die Hölle. Also ich habe wirklich gedacht, ich muss einfach sterben. Ich hatte in meinem Leben noch nie solche Kopfschmerzen und solche Gliederschmerzen. Mir hat wirklich jede Faser meines Körpers wehgetan. Also stellenweise bin ich wirklich weinend im Bett gelegen und wollte einfach nur, dass es aufhört. Das ist wirklich, wirklich nicht zu empfehlen. Wer jemals in Südostasien fährt, nimmt täglich ein Bad in Moskitoschutzzeug. Von ungesunden. Das Wundige ist, jeder redet ja über Malaria. Ja, jeder redet darüber, dass man, Südostasien, Malaria, hui, gefährlich. Vor allem am Abend einschmieren, weil... Genau, vor allem am Abend ist es unwichtig, dass man sich einsprüht. Scheißdreck. Untertags ist es viel wichtiger, weil diese fucking Dengue-Moskito-Viecher sind tagaktiv. Hm? Also von der Früh bis zum Abend, von früh bis spät immer einsprühen. Jo. Ich habe dann sogar irgendein, was habe ich bekommen? Fentanyl, hat das geheißen? Das war der Shit, ne? Also die haben das... Es wird während die einem das spritzen, wird gleichzeitig der Puls überwacht, weil das irgendwie wieder ein heftiges Zeug ist. 2 Minuten nachdem es gespritzt worden ist, schläft man auch schon. Es wirkt halt leider nur so 60 bis 90 Minuten, aber zumindest hat man 60 bis 90 Minuten Schlaf und keine Schmerzen. Das ist super. Das habe ich, glaube ich, insgesamt 4-mal bekommen. Ja, ab Tag 4 ging es dann doch langsam besser. Also die Schmerzen waren dann weniger. Die Kopfschmerzen wurden leichter. Und dann war es eigentlich nur mehr darauf warten, dass das Fieber weggeht und dass die Thrombozyten, die am Tag 4 dann in den Keller wandern, und die müssen halt dann wieder steigen. Und erst wenn die mindestens so 60.000 haben, kann man nach Hause gehen. Die Gefahr bei den Thrombozyten, ich habe es nicht gewusst. Ich wusste es auch nicht. Ist eigentlich die, wenn die zu weit runtersinken, was beim Dengue passieren kann, kommt es dann im schlimmsten Fall zu innere Blutungen. Es ist auch so, Zähneputzen ist ein No-Go. Das ist super, 5 Tage kein Zähneputzen, total leider. Ne? Weil man könnte ja das Zahnfleisch beim Zähneputzen verletzen und das mit zu bluten anfangen und nicht aufhören. Also eigentlich, also sobald man sich besser fühlt, wird es wirklich kritisch. Ich bin auch angewiesen worden, gerade in den so Tag 5, 6, 7 das Bett nicht zu verlassen. Also wirklich nur aufs Klo und wieder zurück ins Bett. Damit man nicht ausrutschen kann, nicht hinfällt, weil selbst blaue Flecken können da dann quasi lebensgefährlich werden. Ich konnte dieses Bett nicht mehr sehen. Ja, und am Tag
9 kam dann in der Früh zuerst die Schwester, Bruder bringen, wieder Thrombozyten gemessen, dann kam der Arzt, ja, sie sind immer noch nicht hoch genug, wir wiederholen es am Nachmittag und am Nachmittag kam dann die erlösende Nachricht. 60.000 Thrombozyten, you can go home. Ich war selten in meinem Leben so glücklich, diese Worte zu hören. Ja. Das heißt, ich bin am Tag 9 am Abend dann nach Hause gegangen und dann die nächsten zwei Tage bin ich eigentlich auch nur herumgesessen, herumgelegen. Wir haben nicht sehr viel gemacht, ich war nur völlig fertig. In den zweiten Stock im Hotel zu Fuß gehen war nur mit Pause möglich, weil ich so kaputt war. Also es ist echt Wahnsinn, was dieser Scheißdreck mit dem Körper macht. Aber ja, mittlerweile ist Tag 14 quasi. Quasi. Gestern waren wir sogar in Ankabat. Und am Abend dann auch noch unterwegs. Also ich fühle mich jetzt schon wieder ziemlich wie ich selbst. Eigentlich. Ich habe noch ein bisschen Genickschmerzen, weil ich mich irgendwie im Krankenhaus wohl verlegen habe. Und das schmerzt auch gerade noch. Aber nachdem ich jetzt auch zweimal massieren war, ist auch das wieder halbwegs im Griff. Ja, also ich denke, es ist überstanden. Wir fahren jetzt noch einmal ins Krankenhaus zu einem letzten Bluttest, den die Versicherung gebraucht und so, aber prinzipiell, ja, ist es, denke ich, überstanden. Ich hoffe, ich krieg's nie wieder, weil das ist echt nicht unbedingt clever. Apropos Versicherung, ist gleich mit dem Krankenhaus, hat sich gleich mit der Versicherung gleichgeschalten, ja. Wurde direkt verrechnet. Super praktisch. Ich habe den normalen ÖMTC-Schutzbrief und davon gibt es dann noch eine Erweiterung, damit das, was im Schutzbrief enthalten ist, auf die ganze Welt ausgeweitet wird, weil der Schutzbrief vom ÖMTC gilt immer für Europa. Ja, und der Christian hat mit dem ÖMTC telefoniert, während ich im Behandlungszimmer gelegen bin und die Versicherung hat im Krankenhaus telefoniert und dem sich das alles selber ausgemacht hat, musste nichts zahlen. Ich habe die Rechnung gesehen, es waren über 5.000 Dollar. Es ist gut, dass wir nichts zahlen müssen. Das Einzige, was ich schon zahlen musste, war der erste Bluttest, den ich dann danach machen habe lassen. Und den ich heute machen lasse, muss ich auch noch zahlen. Aber das kann ich dann auch bei der Versicherung einreichen. Also im Endeffekt kostet mich das Ganze gar nichts. Was echt super ist. Also heißt das so Tipp an alle, die irgendwie vorhaben, nach Asien oder irgendwo weiter wegzufahren. Reiseversicherung, ganz, ganz, ganz wichtig. Das kann sonst ziemlich ins Auge gehen. Oh ja. Jo. Es ist überstanden. Es ist überstanden. Wir hoffen, dass das der letzte Krankenhausaufenthalt der Reise war. Wir hoffen, dass es die letzte Krankheit der Reise war. Ja. Heute Abend geht es dann weiter nach Hongkong. Da gibt es keine Moskitos, das ist super. Das ist ein bisschen kühler, das ist auch nicht so schlecht. Wobei es heute. Ich finde es heute sehr angenehm, heute ist nicht zu heiß. Es kommt noch. Aber es kommt noch. Es ist erst. Wir haben Vormittag. 10.22 Uhr, also. Gut, ja noch. Oh. Aber was haben wir sonst gemacht? Die zwei Tage, wo es dich halbwegs gut gefühlt hat. Im Anker? Direkt? Ist beeindruckend. Ja. Also wir waren eben nur einen Tag dort, haben 5 Tempel gesehen, also mit Angkor. Am beeindruckendsten für uns war der Thaprom-Tempel. Okay. Der Thumbuida-Tempel auch. Genau. Also ich glaube, für das 3-Tages-Ticket sind wir nicht gemacht. Also, wer sich dafür interessiert, ist sicher toll. Wer eine große Liebe für Steine hat, kann 3 Tage nach Angkor Wat fahren. Wer so wie wir normal interessiert ist, für den reicht die 1-Tages-Tour definitiv. Also nach 5 Tempeln ist man auch irgendwie, ja, tempelt out. Ne? Also, weil das Areal ja riesig ist. Also, ja. Du hast irgendwo Angkor Wat, das ist schon alleine riesig. Und da gibt es ganz andere Tempel, die auch wiederum alle riesig sind. Riesige Anlagen. Also, es gibt schon wirklich, wirklich extrem viel zu sehen dort, aber dazu muss man halt auch wirklich eine große Liebe für Steine haben. Ja. Oder archäologisch irgendwie selbst das wird sein, was wir wirklich ziehen.
Aber auf jeden Fall war es super cool, das gesehen zu haben. Das kann man aus der Bucketlist streichen. Für die Ratten waren auch. Ah ja, genau, bei den Ratten. Bei den Landminen-Zugratten. Sowas gibt es wirklich. Ja, die gibt es wirklich. Wobei, ich höre euch, das sind die fettesten Ratten, die ich je gesehen habe. Das sind solche Apparate. Die haben 1,5 Kilo. Also, das ist schon fette Radler, ne? Oh ja. Aber auch süß. Ja. Und sie retten Leben, was sehr, sehr cool ist. Ja. Also, das wird unser Aufenthalt in Siem-Reap. Ja, länger als gedacht. Ein paar Flüge verschieben ist gut. Stornieren oder verfallen lassen. Genau, das ist jetzt das Budget, ist jetzt, hat trotz allem auch gelitten. Ja. Ja. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Ja, dumm gelaufen ist. Aber grüßes, kann man jetzt nicht mehr ändern. Wir leben damit. Wir leben damit und Gott sei Dank war es jetzt dann doch unter Anführungsstrichen nichts Schlimmeres als Dengue-Fieber. Klar, es ist scheiße, aber es ist, wir handelbar, wir waren in einem, oder ich war in einem super tollen Krankenhaus, bin gut versorgt worden. Ist einmal besser hier im Krankenhaus als zum Beispiel Maka habe. Ja. Also das. Ja. Erstens, weil im AKH kriegt man, nicht einmal der Bundespräsident kriegt so ein Zimmer, wie ich hier hatte. Plus, die hier haben ein bisschen mehr Ahnung von Dengue-Fieber als jetzt wahrscheinlich die Ärzte im AKH. Und wissen ein bisschen besser, wie man das behandelt, wie man damit umgeht. Jo. Gut. Das war unsere sehr gute Geschichte. Jo. Und wir hoffen mal, dass Hongkong dann ein wenig mehr Zeit und weniger Spitäler. Also am besten gar keine Spitäler mehr, ne? Ja. Das wäre so das Optimum. Ja. In Hongkong haben wir dabei noch nicht so wirklich viele Pläne. Also unsere Pläne beschränken sich hauptsächlich auf Essen. Mal wieder. Ne? Plus Disneyland Hongkong. Yay. Und dann fahren wir von Hongkong über die Grenze hoffentlich rüber nach China, nach Shenzhen. Hoffentlich deswegen, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wie das mit diesem Visum dort funktioniert, aber wir werden das A herauskriegen und B, das wird sicher funktionieren. Muss funktionieren, weil wir haben den Flug von genau, Shenzhen weiter. Der Flug geht von Shenzhen, das heißt, es wäre ganz gut, wenn das funktioniert. Aber das wird schon. So. Wir melden uns wieder aus Hongkong. Tschüss. Gerne. Thank you.